Einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder was auch immer. Ja, heute ist der Tag gekommen. Ich bekomme heute die Nintendo Switch. Eine Woche später haben wir zum Glück noch welche bekommen. Beim Saturn sind, glaube ich, noch ein paar Stück reingekommen und ich habe mir dann einen zurücklegen lassen. Ich habe angerufen und ja. Deswegen wird sie heute abgeholt und deswegen wollte ich euch einfach mal heute mitnehmen, so als normalen Vlog. Sagen wir es mal so und euch einfach mal so einen Ausschnitt zeigen. Wir werden später das gemeinsam auspacken, spielen und sonst nehme ich euch mal gleich auf dem Schulweg mit. In der Schule kann ich leider nicht filmen, because die meisten wissen nicht davon und das wäre so ein bisschen blöde und ja. Heute ist im Übrigen ein richtig geiler Tag. Kollege hat vorhin seinen neuen Track rausgehauen, Legacy, und Gio's neues Album ist heute raus, plus Nintendo Switch. Kann nur ein nicer Tag werden. Gezwungenermaßen bin ich gezwungen. Das ergibt Sinn. Monster zu trinken, da ich heute Nacht wieder ein bisschen länger auf war, weil ich einiges zu tun hatte. Das Abitur kann manchmal echt hart sein. Vor allem die meisten sagen halt, das Abitur ist recht chillig. Allerdings mache ich das Ganze ja in der Ganztagsschule. Und bin ich immer relativ spät zu Hause. Ich habe halt nur einmal die Woche kurz. Das ist heute am Freitag. Sonst montags komme ich immer erst um kurz nach 4 nach Hause. Dienstags immer so 3:30 um den Dreh. Mittwochs 6:30. Donnerstags kurz nach 4 und heute halt kurz vor 2 und deswegen, Prost, ich war ein bisschen länger wach, hab für YouTube gearbeitet, konnte noch eine Deutschanalyse schreiben und... Also ich muss sagen, normalerweise sollte man das in der Trainingsphase nicht machen, allerdings, habe ich das Training momentan echt stark vernachlässigt. Also ich trainiere wirklich nur noch ein, zweimal die Woche, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt. Deswegen versuche ich einfach das Momentane, was ich habe, zu halten. Ist zwar sehr suboptimal, allerdings trinke ich die jetzt auch nicht sehr oft und... Ich sollte das lieber nicht zeigen, bevor ich Product Placement lese, obwohl Monster niemals ein Product Placement machen würde. Zumindest machen die das, glaube ich, sehr selten. Im Übrigen habe ich freitags immer die erste und zweite Stunde frei, weswegen es schon relativ hell im Hintergrund aussieht. Liegt daran, dass ich kein Spanisch habe. Freitags ist immer erst zweite Stunde Spanisch, weswegen ich eigentlich immer ein bisschen länger schlafen kann freitags. Ich hatte ja dafür jetzt 5 Jahre Französisch und Spanisch wollte ich mir echt nicht so antun, weil ich bin echt nicht der Fremdsprachentyp und... Ich bin wieder da, generisiere mir jetzt Mittagessen und dann dürfte ich bald die Switch holen und ist nice Wetter draußen und ja, ich bin zum blöd zu essen. Leute, könnt ihr es spüren? Diese Aura! Wow, wo kommt die denn her? Okay, das war das Schlechteste, was ich jemals auf diesem Kanal gemacht habe. Entweder bin ich ein Zauberer oder ich beherrsche einfach nur... Die Kunst der Jump Cuts. Man wird es nicht erfahren. Auf jeden Fall, die Nintendo Switch ist da, beziehungsweise mein Vater war so nett und hat die heute beim Saturn abgeholt, denn ja, überall waren die Switches vergriffen. Zumindest sind die jetzt länger nicht mehr holbar, beziehungsweise bestellbar. Fast überall sind die ausverkauft. Beim Real Online Shop. Ungelogen, ich habe ein Foto, ich werde das einblenden, wenn ich dran denke. 896,73 € um den Dreh. Und ja, das war teuer. Ich glaube, das war nur ein Fehler, aber dennoch musste man diesen Preis zahlen, wenn man das zu diesem Zeitpunkt bestellt hat anscheinend. Na, egal. Ich will gar nicht mehr lange rumzappeln und das ist ein Unboxing und ich habe tatsächlich keine Schere dabei. Wie öffnet man das Ding? Man braucht sogar keine Schere. Revolutionär ist das Ganze hier. Nintendo Switch, ich habe mir ehrlich gesagt schon mehrere Unboxings angeguckt. Das wird jetzt kein professionelles Unboxing. Vor allem, weil ich mich selber noch dabei filme. Normalerweise sollte man... Oh, das sieht so cool aus! Normalerweise sollte man ja eigentlich nur diese Dinge darin filmen, aber come on, das soll jetzt kein professionelles sein. Ich will euch einfach nur mitnehmen. Das ist erstmal die Switch. Tatsächlich kleiner als ich mir, viel kleiner als ich mir vorgestellt habe. Größer als der 3DS-Bildschirm. Hier, wenn die Kamera, ja, das sieht so gut aus, glaube ich. Und ich will das gute Stück ehrlich gesagt noch gar nicht rausholen. Ah, Moment, nein. Wenigstens das soll mich hier an Professionalität bewahren. Wenn man den Karton aufmacht. Sieht der ganze Spaß erstmal so aus. Die Joy-Cons, ich habe mir das Neon-Dings geholt, weil ich das schöner finde. Und die Switch kommt einem entgegen. Viel ist eigentlich gar nicht in dieser Konsole drin. Im Übrigen habe ich hier auch Zelda dabei, deswegen. Aber das ist nur nebensächlich. Vor allem, ich habe vorhin reingeguckt, die Packung ist auch viel kleiner als gedacht. Und die Cut Switch
keine Ahnung, wie die heißt, Card Rich, so um den Dreh, Rich genau, ja, ist auch kleiner als gedacht. Auf jeden Fall, wenn man dran leckt, dann schmeckt das sehr bitter. Ich will unbedingt dran lecken. Das hört sich sowas von falsch an. Aber ich habe Angst, dass das tatsächlich kaputt geht. Deswegen lasse ich es lieber. Vielleicht bei einem Spiel, was ich mir irgendwann kaufe, extra um dran zu lecken. Ja. Gut, wir haben hier schon mal die Switch. Die Konsole an sich. Ganz schön klein, das Ding. Aber ist halt ein revolutionäres Ding. So, weiter geht's. Wir holen jetzt die Joy-Cons raus. Und die sind auch kleiner als gedacht tatsächlich. Aber es fühlt sich erstmal schwer an. Ich habe mir die tatsächlich ein bisschen leichter vorgestellt. Allerdings ist hier eine HD-Rumble-Funktion drin. Was das ist, sollte man, glaube ich, inzwischen schon wissen. Ich halte gerade das allererste Mal so einen Joy-Con in der Hand. Das fühlt sich... Moment, ich hole noch den anderen, damit wir das ungefähr fassend haben. Das fühlt sich erstmal sehr ungewohnt an, auf jeden Fall. Allerdings finde ich schon, dass das gar nicht mal so billig ist. Ich habe jetzt viele Rezensionen gelesen, wo stand, mi, das ist billig, mi. Und ich finde, das geht eigentlich vollkommen. Aber ob der Preis 80 Euro für die beiden jetzt gerechtfertigt ist, boah. Naja, man muss immer noch bedenken, ja, die Rumble-Funktion ist ein gutes Zeug, beziehungsweise ein cooles Ding. Gut, was haben wir hier? Oh, ich habe keinen Plan, was... Ah, das ist die Dockstation. Das ist das Ding, wo man die Switch nachher reinsteckt. Ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr erklären. Im Übrigen, ja, wir stecken das mal wieder rein. So sieht es als nächstes aus, wenn man das so sehen mag. Ja, ich glaube, das sieht man. Und jetzt holen wir einfach mal die Dockstation raus. Gut, das Einzige, was man hier im Endeffekt drin hat, habe ich schon gesehen, ist USB, ein AC-Adapter und ein HDMI-Output. Sprich, da spricht man, nimmt man das HDMI-Kabel rein. Und hier kommt später die Konsole also rein. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Bin gespannt auf jeden Fall. Oh, cool, da steht sogar Nintendo Switch drauf. Seht ihr das? Ich weiß nicht, die Legria ist keine Kamera, wo man eigentlich Unboxings machen kann. Oh Gott, bleib hier, meine Fräsen. Aber wir sehen das Ganze als Vlog an, weil ich das nicht professionell mache. So, hier haben wir schon mal eine Handgelenksschlaufe, die... Ich will jetzt wissen, wie das dran geht, ungelogen. Ich habe das schon bei Milliarden Menschen gesehen. Ah, okay. Stecken wir das so rein. Yeah, baby. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich echt gut an. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht damit... Nicht, dass ich es kaputt mache. Wie kriegt man das wieder raus? Mit Gewalt? Ich will ehrlich gesagt keine Gewalt ein... Na, oh, das war dumm. Mann, nein, pfui. Okay, keine Ahnung, ich kümmere mich später drum. Oh, und hier ist also das... Oh, jetzt würde ich ganz gerne die Dinger reinstecken, aber... Natürlich hat das eine jetzt die Handgelenkschlaufe und da ist die andere Handgelenkschlaufe. Ich glaube, die werde ich nicht häufig benutzen, es sei denn, ich kriege den Bogen raus wie Timmy, denn er ist nicht dumm. Und Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Spiel mit der Switch, oh, ich hab's, Gott, ich hoffe, sieht alles noch gut aus. Okay, alles heile. So, wir kümmern uns jetzt um das Schmuckstück hier. Nintendo Switch. Naja, aber ich schließe erstmal den Rest an. Nun, der Dock ist schon mal angeschlossen. Wie ich das ganze Ding einschalte, ist fraglich. Aber was ich mega genial finde, ich nehme euch mal mit auf dem Kameraständer hier. Ist das hier. Das Loch, wo die Kabel durchschauen. Ich finde das wirklich so revolutionär, ne? Dass das alles hier, ja... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall cool, dass die Kabel nur aus einem Loch rauskommen und nicht irgendwie hinten angeschlossen sind. Vor allem muss ich sagen, guckt euch an, wie platzsparend das Ding ist. Das nimmt null Platz weg und ist einfach eine Heimkonsole, meines Erachtens nach. Unter anderem. Sehen viele nicht so an aufgrund der Leistung, wobei ich sagen muss, die Leistung, come on, Leute. Solange ich Mario Kart 8 auf dem Klo spielen kann, ist mir alles egal. Aber selbst wenn, selbst so ein Mario Kart 8 läuft halt besser als auf der Wii U und das Ding hat auch mehr Leistung als die Wii U. Zumindest im Dock-Modus, glaube ich. Handheld-Modus, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich habe halt viele Dinge gehört, wo ich keine Ahnung habe, ob es im Endeffekt stimmt. Ich räume meinen Müll weg und kommentiere das dabei. Naja, bevor wir jetzt weiter um den heißen Brei herum reden, will ich die Dinger erstmal reinstecken und gucken, wie das... Na, wobei, ich sollte das, glaube ich, erstmal die Switch hier so anmachen, oder? Wir machen erstmal die Switch an. Zack! Oh, Baby, du siehst so lecker aus. So, ich mach, drück auf mal. Oh, cool, da steht Nintendo! Das ist cool. Ich freue mich echt wie ein kleines Kind. Oh, Leute, zieht es euch rein. Wir gucken jetzt gemeinsam, wie das aussieht. Ah, wir sollen die Joy-Cons reinstecken. So. Beachtet den Krempel da hinten nicht. Und die Weihnachtssüßigkeiten auch nicht. Die esse ich irgendwann. Okay, die esse ich nie. Ah, das habe ich auch schon gesehen in einem Abendboxing. Das ist einfach so cool. Gönnt euch das Geräusch einfach. Gönnt euch das Geräusch. Und das geht so locker flockig rein, das ist unglaublich. Oh, das vibriert sogar. Ups. Alter, das ist krass.
Das ist so krass. Ich hoffe, man sieht das. Ja, man dürfte das sehen. So, wir reden natürlich Französisch, da ich 5 Jahre Französisch in der Schule hatte. Nee, wir nehmen Deutsch. So, zack. Europa. Ich lebe auf jeden Fall in Europa. Bitte lies das Dokument weiter, das lese ich irgendwann mal. Netzwerksuche. Ich habe immer das Bedürfnis, hier einen Stift rauszuholen, wegen der Wii U noch. Gut, das werde ich mal im Nebenzimmer machen, weil ich mein Passwort nicht auswendig kenne. Fernsehgerät anschließen würde ich jetzt auch lieben gerne machen. Deswegen mache ich mal den Fernseher an mit der Fernbedienung. Ergibt auch Sinn, dass man das... Oh, man kann mich eventuell in der Spiegelung sehen. Ja, no. Okay. Das fühlt sich aber mega genial in der Hand an, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist mega cool, ungelogen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Kritik bei den Millionen von Menschen war. Also, ne, Millionen nicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber bei vielen Menschen, ich bin, glaube ich, zu blöd, um das einzustellen. Ich glaube, ich habe es in HDMI am Fernsehgerät anschließen. Bitte entferne die Joy-Con von der... Ah, okay, Moment. Wir stecken es jetzt rein. Das ist krass für mich. Das ist Revolution pur, ungelogen. Das ist so cool. Joy-Con weiter. Nintendo Switch. Ich muss aber sagen, das sieht gerade etwas pixelig aus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dazu benötigst du... Ja, habe ich ja alles. Deswegen, sonst würde ich das ja alles nicht sehen. Ne? Entferne das Netzteil, falls dies an der Konsole angeschlossen ist. Klappe die... Warte mal. Klappe die Rückseitenabdeckung der Station auf und stecke das Kabel wie dargestellt ein? Hab ich doch. Schließe alles wie unten angezeigt an. Ja, das habe ich auch gemacht. Nun, Bild wird angezeigt. Cool. Lege dein Bild und deinen Spitznamen fest. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt mal meine Boxen angemacht, damit wir wenigstens ein bisschen Ton haben. Cool. Eigenes Symbol erstellen. AKA Yoshi würde ich nicht so gerne nehmen. Ich habe gesehen, es gibt Animal Crossing Charaktere und Animal Crossing ist eines meiner Lieblingsspiele. Sowas von all time bei Nintendo. Deswegen, wen nehmen wir denn da? Tom, du komm. Ich liebe einfach seine korrupte Art, ohne Witz. Das ist einfach so ein Geldeintreiber. Der wird mit einem Baseballschläger vor deinem Haus stehen, wenn du ihm noch 3 Cent schuldest und dich zusammenschlagen, weil du ihm nicht das Geld gibst. Gut, meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich grün und rot. Deswegen werde ich einfach mal rot nehmen. Ich weiß nicht warum, ist mir letztens aufgefallen, dass rot meine Lieblingsfarbe ist. Ich habe sehr viele rote Klamotten. Spitznamen! 10 Zeichen. Da können wir leider nicht Thomas Gellon nehmen, weswegen ich mich für Thomas Dude entscheiden würde. Das Ganze wäre aber auch cool, wenn wir das gerade am Tablet machen. Wobei, ich würde sagen, ja, aber so ist auch cool, ne? Wobei, nee, weil, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich bin gerade total verplant, weil ich total aufgeregt bin, weil ich eine neue Konsole habe und neue Konsolen sind immer cool. Ich steck's hier rein. Deswegen, ich glaube, das fühlt sich besser an. Zack. Und zack. Ja, das fühlt sich... Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Also ich finde das genial. Also ich weiß nicht, wie es nach ein paar Stunden Zocken ist, aber bis jetzt ist das echt angenehm. So, Thomas Dude. Wie auf der Wii U werde ich heißen, wenn es das noch geben sollte. Ich fühle mich gerade wie so ein klassischer Let's Player, der sich keine Elgato leisten kann. Jetzt einfach Großschreibung. Ich ändere das. Irgendwie kann man das bestimmt ändern irgendwann. So, ne, Caps Lock rein, so gesehen. So, Thomas Dude. Okay. Neuer Nutzer, Thomas Dude mit dem korrupten Tom Nook. Cool. Ne, weitere Nutzer brauche ich nicht, deswegen überspringen wir diesen Punkt mal. Altersbeschränkung. Bitch, ich zock so lange, wie ich will. Es gibt im Übrigen jetzt so eine Altersbeschränkungs-App, aber come on, die brauche ich jetzt echt nicht. Also, ich bin schon 17 Jahre alt. Überspringen. Oh, cool. Das ist so cool. Ich hoffe, das Mikro übersteuert. Das Mikro übersteuert, glaube ich, total. Gut, drücke nur noch den Home-Knopf, werden wir machen. Oh, das ist epic as fuck. Go, los geht's mit dem Spiel. Nun, ich spiele das Ganze jetzt schon seit einer Stunde und ich muss einfach sagen, so ein kleines Fazit kann man das Ganze... Junge, sehe ich gerade komisch aus. Wir fokussieren mal zu mir. Also ich spiele jetzt ungefähr seit einer Stunde. Und ein richtiges Fazit kann ich ehrlich gesagt noch nicht nennen. Also es macht auf jeden Fall mega viel Spaß meines Erachtens. Na, vor allem hier in Zelda kann man so viel entdecken. Cool, Reiseschwert gefunden.
Vor allem der Controller wurde ja sehr stark in die Kritik genommen. Vor allem mit diesem Plastikding hier, dass man hier einfach nur reinsteckt, dass es relativ unbequem ist. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Probleme. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die kleinsten Hände. Ich bin ja auch selber 1,88 ungefähr groß, also über den Durchschnitt ungefähr. Wegen der normalen ist ja erwachsenen Bürger ist 1,80 um den Dreh. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Problem sein soll. Aber es macht saumäßig viel Spaß. Vor allem hier jetzt in Zelda. Uiuiui, da geht's tief runter. Vor allem hier jetzt in Zelda. Man hat so viel zu entdecken, das ist wirklich unglaublich. Vor allem, man muss einfach so lange spielen, um wirklich alles zu entdecken. Und boah, haben die hier viele Details reingetan. Ich muss ehrlich gesagt sagen, erste Frame-Drops, wie schon von einigen berichtet, habe ich gesehen. Also es gab schon einige Frame-Drops, aber meistens nur beim Rasen. Ist aber relativ klar, weil sowas recht aufwendig ist und man muss immer noch bedenken, es ist ein Handheld. Also eine Hybrid-Konsole. Und dafür ist das wirklich mega geil. Ich bin schon auf die ersten Top-Titel gespannt, sprich Mario Kart 8 Deluxe. Zelda ist natürlich auch ein Top-Titel. Aber jetzt für die Mauno-Schrein. Für mich richtigen relevanten. Also Zelda ist das erste, deswegen bilde ich mir erstmal so eine Meinung. Aber so ist zum Beispiel Mario Kart 8 bin ich mega gehypt. Splatoon 2 wird alles episch. Vor allem mit diesem Controller kann ich mir das mega gut vorstellen. Vor allem hier ist eine Bewegungssteuerung drin, das wusste ich nicht. Ich konnte gerade vorhin, als ich diese komischen Schweine oder was auch immer das war hier in Zelda bekämpfen konnte, konnte ich zielen, während ich so einen Pfeil rausgeholt habe und das war ja mega krass. Können wir hier schwimmen? Können wir tauchen? Können wir tauchen? Okay, anscheinend können wir nicht tauchen. Aber wir müssen tauchen können. Hier ist eine Truhe unten. Wow, wieso kommt auf, woher kommt die Sonne? Das ist mega genial. Was erstmal richtig krass an der Switch ist, die Auflösung ist draußen doch besser als gedacht und ich glaube, meine Nachbarn sind gerade am Handwerkeln. Auf jeden Fall nur 10 Sekunden hat das ungefähr gedauert, vom Standby-Modus jetzt ins Spiel zu kommen. Das ist mega krass. So, mein erster Tag mit diesem Schmuckstück. Mit diesem Schmuckstück ist vorbei und ich kann ein kleines Fazit draus machen. Und zwar mega geil. Kann ich wirklich nur jedem Einzelnen empfehlen. Momentan noch nicht tatsächlich. Wenn man keinen Zelda mag, würde ich noch warten. Die Top-Titel werden ja noch kommen. Es spielt sich wirklich super. Vor allem mit dem... Ah, hier ist es. Mit diesem Joy-Grip oder wie das Ding heißt. Keine Ahnung. Spielt sich super. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Kritik war. Natürlich, wenn man jetzt solche... Bigfoot-Hände hat. Bigfoot hat keine fetten Hände, er hat nur fette Füße. Dann ist es natürlich verständlich, aber sonst ist ja noch als Alternative da der Pro-Controller. Der kostet zwar 70 Euro, aber der soll sich lohnen, habe ich gehört. Also ich habe auch schon gesehen, dass er 80 Euro irgendwo kostet und ja. Aber es würde sich auf jeden Fall lohnen, bin ich eigentlich recht der Überzeugung. So, ich kam gerade vom Kickboxen und würde jetzt auch das Video beenden, damit ich es später schneiden kann. Wir haben es Freitagabend, aber ich bleibe heute zu Hause, weil ich noch einiges zu tun habe. Sprich nächste Woche Klausuren, YouTube, dann gucke ich mal, was ich noch mache. Ich finde immer Arbeit und ja, deswegen mache ich einfach morgen was mit dem. Wenn die keinen Bock haben, organisiere ich trotzdem was hier kommt mit. So, wenn ihr sowas öfter mal sehen wollt, wenn ich euch einfach mal mitnehmen soll in das Leben, schreibt in das Leben, in mein Leben, schreibt es gerne in die Kommentare hinein. Und ich sehe euch irgendwann im nächsten Vlog oder im späteren Video, was heute kommen wird. Bye, bye.